Bei Schleifen oder auch Iterationen genannt, geht es darum, dass ein bestimmter Codebereich so lange wiederholt wird, bis eine Bedingung nicht mehr zutrifft und dann der Code normal weiterläuft. In diesem Tutorial wollen wir uns dazu zuerst die Grundlagen anschauen, das heißt einfach um ein logisches Verständnis für Schleifen zu bekommen. Als Beispiel wird hier ein 100 Meter Lauf verwendet. Danach schauen wir uns die drei Standardschleifen an, while, do while und for, und werden diesen 100 Meter Lauf jeweils mit diesen Schleifen umsetzen. Das heißt, man kann, auch wenn die Schleifen unterschiedlich sind, können sie auf dasselbe Problem angewendet werden. Und am Schluss schauen wir uns noch drei Beispiele an. Dazu verwenden wir die While-Schleife, um über einen String zu iterieren. Wir verwenden die Do-While-Schleife für ein Rechenbeispiel, das nicht nur einen geradlinigen Ablauf einer Schleife zeigen soll. Und zuletzt verwenden wir die For-Schleife für eine Tabelle. Hier geht es darum, dass man eine Schleife innerhalb einer Schleife verwendet. Aber beginnen wir mit den Grundlagen. Als Schlüsselwörter für die Schleife soll man das Wort while für die while-Schleife, do while für die do while-Schleife und for für die for-Schleife kennen. Es gibt dann auch noch Sprünge mit break und continue, dazu wird es aber erst im nächsten Tutorial gehen. Eine Schleife besteht aus drei wichtigen Bestandteilen. Einmal den Start, das ist die Initialisation. Es gibt das Ziel, das ist die Bedingung, solange die Schleife laufen soll. Und es muss eine Veränderung geben, die auch gern Inkrementation genannt wird. Sehen wir uns das Ganze als Beispiel bei einem 100 Meter Lauf an. Wir beginnen bei Meter 0 und möchten 100 Meter laufen. Das heißt, der Startwert wäre eben hier die 0 und unser Ziel wäre die 100 Meter. Und solange wir dieses Ziel nicht erreicht haben, soll die Schleife durchlaufen und eine Veränderung vorbringen. Hier haben wir die Veränderung. Hätten wir keine Veränderung, würden wir immer am Start stehen bleiben. Wir würden nie unser Ziel erreichen und die Schleife würde endlos durchlaufen. Eine Veränderung wäre zum Beispiel, dass wir jeweils einen Schritt machen. Das heißt, der Start wird immer wieder erhöht, bis wir irgendwann bei 100 sind und unser Ziel erreicht haben. Danach kann die Schleife beendet werden. Wichtig ist, dass auch wirklich das Ziel beendet ist. Wenn wir zum Beispiel einen Start haben und wir machen eine Veränderung, aber haben kein Ziel, würden wir zum Beispiel ewig laufen. Schauen wir uns dazu diesen Pseudocode einmal an. Wir haben hier in Zeile 1, wo ein Startwert definiert wird mit 0. In Zeile 2 wird dieser Wert um 1 erhöht. Also wir haben hier die Veränderung. Und in Zeile 3 fragen wir ab, wie lange das Ganze erhöht werden soll. Und hier sagen wir, solange Start unter 100 ist, soll wieder zur Codezeile 2 gesprungen werden. Das heißt, man springt zur zweiten Zeile, Start wird wieder um 1 erhöht, hat dann den Wert 2, ist aber noch immer kleiner als 100. Wir springen wieder zur zweiten. Das wird so lange durchgeführt, bis dieser Startwert 100 ist und dann wird normal bei Zeile 4 weiter gelaufen. Das Problem ist, dass GoTo einen Code sehr unübersichtlich macht. Er wird verwendet, um dann irgendwo im Code herumzuspringen. Man bekommt keine Übersicht mehr und deswegen wird dieses Konstrukt verworfen und es werden die While, Do While und For-Schleifen verwendet. Beginnen wir damit, den 100 Meter Lauf mit der While-Schleife umzusetzen. Zuerst müssen wir auch hier wieder unseren Startwert deklarieren, indem wir zum Beispiel Let Start ist gleich 0 beschriften. Das heißt, hier beginnen wir zu laufen. Danach soll die Schleife kommen. Hier verwenden wir das Schlüsselwort While und in Klammern wird die Bedingung angegeben und innerhalb der Schleife kann dann Code angewendet werden und es muss auch die Veränderung kommen, damit irgendwann die Schleife beendet werden kann. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, dass wir die 100 Meter erreichen. Das heißt, solange Start kleiner als 100 ist, soll diese Schleife durchlaufen. Und hierinnen brauchen wir jetzt eben die Veränderung, damit sich Start verändert. Das heißt, wir können jeden Durchlauf Start um 1 erhöhen. Damit wir auch etwas sehen, geben wir in jedem Durchlauf etwas in der Konsole aus mit console.log. Und hier möchten wir einfach unseren Startwert ausgeben. Am Ende der Schleife geben wir noch mit console.log einfach Ende aus, damit wir sehen, okay, hier wurde die Schleife beendet. Wenn wir jetzt das Ganze aktualisieren, das soll ein String sein, dann sehen wir, die Schleife beginnt bei 1, gibt jeder Teiler diesen Wert aus. Und am Schluss, wenn wir die 100 erreicht haben, wird die Schleife beendet und wir bekommen hier Ende. Schauen wir uns noch die einzelnen Werte dazu etwas an. Wir können zum Beispiel als Startwert
auch ein Handicap vergeben und sagen, okay, wir beginnen bei 20 Meter. Wenn wir jetzt das Ganze ausführen, sehen wir hier, wir bekommen zuerst 21 heraus und das Ganze läuft wieder bis 100 und endet hier. Wir können aber auch sagen, wir haben jeden Schleifendurchgang nicht nur einen Schritt, sondern springen über zwei Schritte. Das heißt, Start ist gleich Start plus 2. Dann würden wir wirklich hier bei 22 beginnen, beim ersten Durchgang, also 22 haben und immer in zwei Sprünge durchlaufen, bis wir 100 erreichen. Bei der Bedingung selbst könnten wir auch sagen, solange Start nicht gleich 100 ist, dann würde immer True herauskommen und danach die Schleife verlassen, würde das Ganze ebenfalls auch funktionieren, weil wir hier genau 100 bekommen. Ein Problem hätten wir aber, wenn wir plus 3 rechnen würden. Hier würden wir nicht genau diesen Wert 100 erreichen und deswegen in eine Endlosschleife kommen. Deswegen ist ein Vergleichswert je kleiner hier immer besser. Und eine Schleife muss nicht immer nach oben zählen. Wir können zum Beispiel auch bei 100 Meter beginnen und rückwärts bis zum Start laufen. Das heißt, wir sagen, solange Start größer als 0 ist, so lange soll diese Schleife durchlaufen. Wir können hier Start zum Beispiel immer mit 10 verkleinern und dann würde unsere Schleife von 90, 80, 70, 60, 10 bis auf 0 herunterlaufen und danach beendet werden. Schauen wir uns nochmal den Beginn an mit 0 und Start ist kleiner als 100, wo wir Start jedenfalls um 1 erhöhen. Wenn wir hier als Startwert nicht 0 haben, sondern direkt auf der Ziellinie stehen, dann wird hier diese Bedingung gar nicht ausgeführt. Wir kommen gar nicht in die Weilschleife hinein und das Ergebnis würde hier dann sofort einfach Ende stehen. Das unterscheidet das Ganze auch ein bisschen von der Do-While-Schleife. Die Do-While-Schleife ist sehr ähnlich der While-Schleife, nur dass hier die Bedingung am Ende der Schleife steht. Auch hier haben wir wieder unseren Startwert, den setze ich wieder auf 0. Und die Wahlbedingung kommt, wie bereits erwähnt, nicht zu Beginn, sondern wird am Ende der Schleife ausgeführt. Und stattdessen wird diese Schleife mit Do, mit dem Schlüsselwort Do begonnen. Jetzt das Ganze ausführe, sehe ich wieder, wir zählen von vorne nach unten. Und wenn die Bedingung nicht mehr unter 100 ist, sondern 100 erreicht wurde, kommen wir zum Ende. Der Unterschied ist hier wirklich, wenn wir hier mit 100 beginnen, wurde bei der normalen While-Schleife die Schleife gar nicht gestartet. Hier beginnt der Do-Bereich und erst danach kommt die Bedingung. Das heißt, wir würden hier einmal 101 herausbekommen und dann würde erst die Schleife beendet werden. Sehen wir uns die ganze Umsetzung noch mit der Vorschleife an, einer sehr beliebten Schleife, weil man hier diese Startwert, die Bedingung und die Veränderung schön am Anfang sieht. Bei der Vorschleife verwenden wir das passende Schlüsselwort vor dazu. Danach haben wir in Klammern unsere drei wichtigen Bestandteile. Wir beginnen mit dem Startwert, mit Let zum Beispiel Start ist gleich 0. Danach sagen wir die Bedingung, das heißt, solange Start kleiner als 100 ist. Und nach dem letzten Strichpunkt sagen wir die Veränderung. Und die ist Start plus plus, wo wir das Ganze immer um 1 erhöhen. In der Schleife selbst machen wir unsere Ausgabe mit console.log. Hier geben wir wieder unseren Startwert aus. Und nachdem die Schleife durchgelaufen ist, wie gewohnt am Ende, geben wir den String Ende aus. Wenn wir jetzt das Ganze ausführen, sehen wir, die Schleife läuft durch. Hier ist 100 noch nicht erreicht, deswegen wird sie bei 99 beendet. Das heißt, wir könnten hier statt kleiner gleich verwenden. Dann wird wirklich diese Schleife so lang durchgelaufen, solange Start kleiner gleich 100 ist. Und sobald das Ziel erreicht wurde, kommen wir zum Ende. Um noch mehr Verständnis für Schleifen zu bekommen, schauen wir uns drei praktische Beispiele an. Für jedes dieser Beispiele kann auch jede der einzelnen Schleifen verwendet werden. Wir beginnen aber hier mit dem Beispiel einer String-Iteration und dazu verwenden wir die While-Schleife.
Dazu erstellen wir uns zuerst eine Variable let str für String. Und hier soll ein beliebiger String drinnen sein, wie zum Beispiel das Wort JavaScript. Unsere Aufgabe, also wir haben String ist ja eine Zeichenkette und einer Kette können wir eben schön durcharbeiten. Wir möchten jetzt herausfinden, zum Beispiel, wie viele A's sich in dem Wort JavaScript befinden. Um hier einzelne Buchstaben abzufragen, können wir das Ganze wie ähnlich bei Arrays über eckige Klammern. Das heißt, wenn ich mit console.log auf unseren String zugreife, an der Position zum Beispiel 0, das heißt, 0 ist das erste Zeichen unserer Zeichenkette, dann würden wir ein J herausbekommen. An Position 1 hätten wir unser A. Wenn wir jetzt überprüfen wollen, wie viele A's sich drinnen befinden, erstellen wir uns einen Counter mit 0, das heißt, der ist 0. Und jedes Mal, wenn erkannt wird, dass hier ein A ist, soll dieser Counter erhöht werden. Das Problem ist jetzt, wenn wir einfach nur mit if abfragen würden, ob sich an 0, 1 etc. das Zeichen befindet würde, dann bräuchten wir genauso viele if-Bedingungen, wie das Wort lang ist. Falls das Wort damit kürzer ist, haben wir den Code mit der falschen Anzahl an if-Bedingungen. Das heißt, hier müssen wir dynamisch vorgehen und dazu hilft uns das Konstrukt der Schleife. Das heißt, wir brauchen wieder einen Startwert. Dies nenne ich jetzt i für Iteration und ich sage, wir beginnen bei 0, weil das auch wirklich die Position ist, bei der der String beginnt. Danach starten wir unsere Schleife mit while und hier ist die Bedingung, wie lange diese Schleife durchlaufen soll. Und der Fall ist, je nachdem wie lang das Wort ist, so viele Durchiterationen soll es geben. Das heißt, wir sagen, solange i kleiner als string.length und durch wir die Stringlänge bekommen, so lange soll diese Schleife laufen. Wir möchten jetzt in der Konsole eben genau an dieser Position den Wert ausgeben. Das heißt, wir haben hier unser Console.log und statt 1 verwenden wir hier i. I ist jetzt im ersten Durchgang 0, im zweiten Durchgang 1, danach 2 und so läuft das Ganze, bis die Länge erreicht wurde. Und was bei einer Schleife natürlich noch fehlt, ist die Veränderung. Das heißt, wir müssen i in jedem Durchgang erhöhen. Wenn wir jetzt das Ganze ausführen, sehen wir haben j, a, v, a und es wird jeder einzelne Buchstabe hier ausgegeben. Möchten wir jetzt den Buchstaben a zählen, können wir in jeder Iteration mit if überprüfen, ob der String an der Position i gleich den Wert a zum Beispiel ist. Und falls dies der Fall ist, dann soll unsere Variable counter ebenfalls um 1 erhöht werden. Und wir geben ganz zum Schluss mit console.log hier unseren Counter aus. Wenn wir jetzt das Ganze ausführen, sehen wir haben am Schluss 2, weil sich hier eben 2 A's befinden. Würde ich einfach noch 3 hinzufügen, hätten wir in Summe 5 A. Die Länge wird hier wieder sowieso bestimmt und wir bekommen das Ergebnis 5 heraus. Kommen wir zum zweiten Beispiel der Rechenaufgabe. Dazu verwenden wir die Do-While-Schleife. Hier soll es darum gehen, dass eine Aufgabe so lange angezeigt wird, bis wir das richtige Ergebnis eingegeben haben. Dazu erstellen wir uns eine Variable mit let und erg für Ergebnis und danach starten wir direkt unseren Schleifendurchgang mit do und hier soll abgefragt werden, was eine gewisse Rechenaufgabe ist. Dazu können wir mit prompt ein Prompt-Menü öffnen, was auch eine Eingabe erlaubt. Wir stellen hier die Frage, wie viel 1 plus 1 ist. In der Do-Schleife machen wir auch die Veränderung, das heißt, das, was Prompt als Ergebnis zurückliefert, wird in der Variable Ergebnis gespeichert und am Ende fragen wir mit while ab, ob die Variable Ergebnis nicht gleich 2 ist. Solange 2 nicht erreicht wird, so lange soll diese Do-Schleife durchlaufen und immer wieder die Frage stellen. Falls Ergebnis 2 ist, dann gehen wir aus der Schleife raus und können mit Alert einfach eine Alertbox anzeigen mit richtig. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, bekommen wir hier die Box. Es wird hier 1 plus 1 ist gleich Fragezeichen gefragt. Wenn wir 3 sagen und OK, geht er wieder in die Schleife durch. Er fragt erneut, auch bei 5
oder bei 7. Und falls wir jetzt 2 eingeben, was das richtige Ergebnis wird, dann wird die Schleife verlassen und wir bekommen richtig zurück. Im letzten Beispiel möchten wir eine Tabelle mittels der Vorschleife erstellen. Das Besondere ist hier, dass wir einerseits die Zeilen mit einer Schleife durchlaufen und für jede einzelne Zeile soll es wieder eine Schleife geben, die dann jeweils die Spalten durchläuft. Eine Tabelle wird in HTML mit Table geöffnet und mit Schrägstrich Table eben wieder geschlossen. Und in diesem Bereich erinnern wird unser Skript ausführen. Das heißt, wir erstellen mit Skript unseren JavaScript-Bereich und deklarieren 2 Variablen. Einmal die Zeilen. Das sagen wir, es soll 5 Zeilen geben und jede Zeile soll 3 Spalten haben. Das heißt, let Spalten ist gleich 3. Beginnen wir mit der ersten Schleife für die Zeilen. Dazu verwenden wir diesmal die Vorschleife. Und wir geben als Startwert let i ist gleich 1. Das heißt, wir wollen bei Zeile 1 beginnen. Das Ganze soll durchlaufen, solange bis 5 erreicht wurde. Das heißt, i ist kleiner als unsere Variable Zeilen, was für eben die 5 ist. Und wir wollen i in jedem Durchlauf um 1 erhöhen. Hier geben wir jetzt für jede Zeile den Zeilen-Tag von HTML aus. Das Ganze geht mit document.write und mit Klammer tr für Table Row können wir das Ganze als String ausgeben. Und es soll dann auch wieder mit Schrägstrich geschlossen werden. Zusätzlich möchten wir einen Table Data haben. Das heißt, kopieren wir hier das Ganze rein. Wir sagen, Table Data soll hier beginnen, Table Data soll hier beendet werden und dazwischen soll einfach mal der Name unserer Zeile sein. Das ist hier unser i-Wert, der bei 1 beginnt und durchläuft. Das heißt, wir sagen hier z plus eben den Wert i. Wenn wir das Ganze ausführen, haben wir 4 Zeilen. Das heißt, wir müssen hier kleiner gleich eingeben, damit auch 5 erscheint. Wir haben Z1, 2, 3, 4 und 5 mit unserer ersten Schleife erstellt. Möchten wir jetzt noch Spalten haben, müssen wir zwischen jede einzelne Table Row, also Zeile, eine neue Schleife hinzufügen. Die sieht eigentlich ganz ähnlich aus. Wir sagen let. Diesmal nehmen wir statt ij für unsere Zeilen und auch hier beginnen wir bei 1. Wir sagen, solange j kleiner gleich unsere Spalten ist, was eben 3 wäre, und erhöhen j jeden Durchgang um 1. Und hier soll eben dazwischen dann das einzelne Table Data stehen und statt z ist i, geben wir zusätzlich noch den Wert String s für Spalte plus den Wert, den wir bei Spalten haben, also hier das j. Wenn wir jetzt das Ganze ausführen, haben wir eine Tabelle mit 5 Zeilen und immer in Z1, Zeile 1, befindet sich unsere Spalte 1, Spalte 2, Spalte 3, die dann eben hier generiert werden. Zu Verständnis, wir gehen in unsere Schleife herein, das heißt, wir sind im ersten Bereich nach der Table, erstellen hier unsere Table Row, danach gehen wir in die Spalte dazwischen, diese läuft dreimal durch, weil die Spalte eben 3 ist, dabei wird Spalte 1, Spalte 2, also TD, STD 3 erstellt, danach wird die Vorschleife verlassen, wir beenden unseren Table Row Tag hier und kommen zurück in die Schleife, haben jetzt i um 1 erhöht, das heißt i ist jetzt 2, wir befinden uns in Zeile 2 und hier passiert dasselbe wieder, bis schließlich irgendwann Zeile 5 erreicht wurde. Danach wird das Skript verlassen. Das waren die Grundlagen der Schleifen in JavaScript. Es gibt hier noch ein paar Sonderformen bei den Vorschleifen, diese sind aber eher bei Objekten wichtig und werden wir uns in Bezug bei Arrays genauer anschauen. Außerdem gibt es noch Sprungmarkierungen wie Break und Continue.
Um diese soll es im nächsten Teil vom JavaScript Guide gehen.